Ey Mann, warum bist du im Knast? Das geht dich gar nichts an. Okay, ich frage ja nur. Lass mich einfach in Ruhe. Also ich sollte gar nicht hier sein. Ich habe das Baby von Martin geklaut. Das ist aber alles halb so wild. Hoffentlich komme ich bald wieder raus. Keiner will das wissen. Keiner will das wissen. Halt einfach die Klappe. Ich wurde nur erwischt, weil Martin und Lisa mich verfolgt haben. Das werde ich den beiden noch heimzahlen. Hast du gerade Lisa gesagt? Meinst du etwa Lisa Peters? Ja, kennst du sie? Wegen Lisa bin ich auch hier. Ich will mich auch an ihr rächen. Wir sollten uns verbinden. Was denkst du? Ja, gemeinsam sind wir stärker. Ja, gemeinsam sind wir stärker. Freut ihr euch auf die Schule, Kinder? Ja, endlich wieder ein normaler Alltag. In letzter Zeit war so viel los. Ich will mich etwas entspannen. Das hast du dir auch verdient, Lisa. Okay, wir gehen jetzt zur Schule. Viel Spaß, Kinder. Wir müssen irgendwie hier rauskommen. Wie sollen wir das machen? Wir sind in einem Gefängnis. Oder hast du das vergessen? Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht blöd. Aber ich habe eine Idee. Spiel einfach mit. Hört auf, den ganzen Tag zu quatschen. Ansonsten stecke ich euch wieder in eure Zelle. Ich muss dringend auf Toilette, bitte. Ja, ich auch. Ich halte es nicht mehr aus. Okay, kommt mit. Ihr habt 5 Minuten. Wenn ihr in 5 Minuten nicht wieder hier seid, komme ich rein. Habt ihr das verstanden? Ja, wir haben sie verstanden. In 5 Minuten sind wir wieder hier. Wie ist der Plan? Wir lassen den Wasserhahn laufen. Dann klettern wir aus dem Fenster. So können sie uns nicht verfolgen. Das ist ein guter Plan. Fangen wir an. Hilf mir. Ich gehe als erstes raus. Okay, danach hilfst du mir aber auch, oder? Natürlich. Du kannst mir vertrauen. Wenn du mich reinlegst, wirst du es bereuen. Das mache ich nicht. Ich bin ein Ehrenmann. Okay, beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Was machen die so lange da drinnen? Ich habe gesagt, sie sollen in 5 Minuten hier sein. Jetzt reicht es. Das werden sie bereuen. Oh mein Gott, was ist hier los? Wo sind die beiden? Das Fenster ist offen. Sie versuchen abzuhauen. Ich muss sofort den Alarm aktivieren. Damit werden sie nicht durchkommen. Wie kommen wir jetzt weiter? Wir nehmen das Auto dort. Hast du einen Schlüssel? Nein, natürlich nicht. Wir klauen es einfach. Aber ist es nicht verboten? Wir sind gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wir sind sowieso kriminell. Eine Straftat mehr macht auch keinen Unterschied. Wahrscheinlich hast du recht. Was machst du heute, Samuel? Ich gehe später noch Fußball spielen. Und du? Ich gehe mit Sarah ins Kino. Wollen wir nach Hause laufen? Ja, etwas Bewegung tut uns bestimmt gut. Wo fahren wir als erstes hin? Ich muss Lisa und Samuel finden. Dann kann ich mich endlich an ihnen rächen. Also ich muss zu Lisa nach Hause. Da ist Luca. Ich muss ihn nach Kolumbien bringen. Dann bekomme ich endlich Tim Junior wieder. Lass uns zuerst Lisa und Samuel suchen. Nein, lass uns zuerst Luca suchen. Ich habe hier das Sagen, nicht du.
Geh mir nicht auf den Senkel. Ansonsten schmeiß ich dich raus. Ich laufe lieber, anstatt mit dir zu diskutieren. Okay, dann steig halt aus. Mach's gut, du Vollidiot. Tschüss, du Loser. Viel Spaß beim Laufen. Den noch einmal sehe, gibt es Ärger. Wenn ich den noch einmal sehe, gibt es Ärger. Ich glaube, Martins Haus ist in dieser Richtung. Endlich bin ich diesen Idioten los. Ich konnte ihn von Anfang an nicht leiden. Jetzt muss ich nur noch Lisa und Samuel finden. Der Park ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Hörst du dieses Geräusch, Samuel? Hörst du dieses Geräusch, Samuel? Nein, was meinst du? Oh mein Gott, ich kenne dieses Auto. Das ist doch... Hallo Lisa, hallo Samuel. Schön, euch endlich wiederzusehen. Schön, euch endlich wiederzusehen. Hier ist das Haus von Martin. Bald gehört Tim Junior wieder mir. Du bist so süß, wenn du schläfst. Hallo Marie. Tim, was machst du hier? Solltest du nicht im Gefängnis sein? Jetzt bin ich hier. Und ich werde mir nehmen, was mir gehört. Und ich werde mir nehmen, was mir gehört. Bitte, tu Luca nicht weh. Das habe ich nicht vor. Ich will mir Luca nur kurz ausleihen. Dann kann ich ihn gegen Tim Junior tauschen. Bitte, Tim, ich flehe dich an. Lass Luca in Ruhe. Er ist noch so jung. Das ist Tim Junior auch. Jetzt gib ihn schon her. Bitte, tu das nicht. Keine Angst, Marie. Luca wird es gut gehen. Diese andere Familie ist wirklich nett. Immerhin habe ich von Tobias etwas gelernt. Immerhin habe ich von Tobias etwas gelernt. Jetzt weiß ich, wie man Autos klaut. Ihr steigt jetzt sofort in das Auto ein. Warum bist du nicht im Gefängnis? Das geht dich gar nichts an. Steig jetzt ein. Auf keinen Fall. Muss ich dich daran erinnern, dass ich eine Waffe habe? Du steigst jetzt sofort ein, wenn du überleben willst. Du steigst jetzt sofort ein, wenn du überleben willst. Okay, aber bitte lass Samuel gehen. Er hat nichts damit zu tun. Samuel kommt auch mit. Los jetzt, ich hab nicht ewig Zeit. Bringst du uns hin, Tobias? Das siehst du gleich, Lisa. Lass dich einfach überraschen. Aber stell dir vor, dein schlimmster Albtraum wird wahr. Dann weißt du, wo wir hingehen. Das klingt nicht so, als würden wir nach Disneyland fahren. Wir haben es fast geschafft, Luca. Bald sind wir am Flughafen. Dann nehmen wir das nächste Flugzeug nach Kolumbien. Welcher Idiot fährt da auf der falschen Straßenseite? Welcher Idiot fährt da auf der falschen Straßenseite? Achtung, da kommt ein Auto. Der wird schon ausweichen. Dieser Idiot. Geht es dir gut, Samuel? Ja, alles okay. Wartet hier auf mich, ich kläre das. Warum fährst du auf der falschen Straßenseite, du Trottel? Du warst auf der falschen Seite, nicht ich. Du warst auf der falschen Seite, nicht ich. Tobias, was machst du hier? Ich bin gerade dabei, Lisa zu entführen, und du? Ich bring Luca zum Flughafen. Das wird nichts mehr, die Autos sind wegen dir kaputt. Das ist alles deine Schuld. Nein, du bist schuld. Wen rufst du jetzt an? Ich muss den Unfall melden. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Hallo, ich möchte bitte einen Unfall melden. Ja, wo sind Sie denn? Wir sind an der Waldstraße 15. Okay, wir sind gleich bei Ihnen. Danke, bis gleich. War das der Pannendienst? Nein, natürlich nicht. Unfälle muss man bei der Polizei melden. Unfälle muss man bei der Polizei melden. Du hast die Polizei angerufen? Was stimmt nicht mit dir? Das sind die geflohenen Häftlinge. Hände hoch, und zwar sofort. Ihr seid beide verhaftet. Frage an euch. Wie viele Autos klaut Tim? A1, B2 oder C3?
Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.